So, hallo. Wir machen weiter. Bei Superliminal, letztes Mal haben wir Level 7 komplett abgeschlossen und über Level 8 bereits die Feuerlöscher und die Feuerschalter schon fertig bekommen und sind jetzt gerade im zweiten Teil von Level 8 sozusagen. Brauchen noch Sternenraum. Ah, ich kann mal gucken, ob wir die Dings mittlerweile haben. Ah, nee, hier tauchen jetzt nicht die Feuerlöscher auf, obwohl ich ja die Feuerlöscher jetzt habe. Haben wir überall die Feuerlöscher. Und taucht da nicht alles auf im Hauptmenü. Aber die anderen Sachen haben wir noch nicht. Aber die Dinger sind. Ich weiß gar nicht, was das macht. Das ist einfach aufgetaucht. Ach, wenn ich das drücke, macht's hier. Da oben. Ich verstehe. Okay. Gut, dann spielen wir es mal weiter. Eieieiei. So, genau, hier sind wir. Also uns fehlt noch Figur, Sternweg und Blueprint, also die größeren Geschichten. Die kleinen Sachen haben wir im Prinzip durch. Ich glaube, ich komme nicht bis dahin. Ich glaube, da kommt eine Wand vorher. Yep. Ja, und er ist hier nicht. Also wie gesagt, ich fände es echt dumm, wenn man hier irgendwie ganz weit außen rumlaufen muss und dann findet man da irgendwas. Fände ich nicht cool. Glaube ich aber auch nicht, dass die sowas gemacht haben. Die meisten Verstecke waren an sich schon. Naja, nee. Nee. Ich hab ja einiges über Trickserei gefunden. Also, nein, die meisten Verstecke waren nicht einfach. Nein, möchte ich so nicht behaupten. So, jetzt muss ich gucken. Ich muss immer aufpassen, wo es weitergeht und wo ich mich umschauen kann. Ich meine, ich kann ja recht schnell laden, wenn ich runterfallen sollte, plötzlich wieder. Hier scheinbar geht es da hinten rum weiter. Dann kann ich hier vorne mich um. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier mal die Wand ausprobieren. Mal so durchschauen. Da ist auch. Glänzt auch alles an der Seite. Ich kann hier hinten einfach dann durchlaufen. Mache ich noch nicht. Ja? Weil ich die andere Seite auch noch ausprobiere. Aber die glänzt auch. Das ist alles sehr fest. Kann ich nirgendwo reinlaufen. Nee, da ist nichts. Da ist effektiv. Okay, dann gehen wir vorsichtig hier durch und gleich mal außen rum. Hier außen rum ist nicht, hier glänzt es genau. Ach, das war jetzt die mit. Ja, jetzt kann ich das Fenster mir wegnehmen. Das war das Ding. Jetzt kann ich das als Block nämlich wegnehmen, richtig. So, bevor ich das wegnehme, laufe ich aber hier hin. Genau, das ist nämlich zu hoch. So sieht's aus. Das ist zu hoch. Das kann ich einfach wegnehmen. Und jetzt kann ich aber dahinter laufen, theoretisch. Hier irgendwas dahinter? Nein. Okay. Ah, wo ist es jetzt hin? Ah, da. Ja, das kann ich mit dem Ding noch sonst wohin. Ich hoffe nicht. Nehmen kann ich es aber. So, hier bin ich auch niemals hochgegangen. Hier ist mit Sicherheit irgendwie was, wenn man hochkommt. Oder komme ich aber auch einfach so hoch? Brauche ich den Block gar nicht. Da komme ich einfach so hoch. Dann wird da vielleicht doch nichts sein. Nee. Wollte schon sagen, wenn man da so einfach hochkommt. Aber da oben könnte ich mir auch was vorstellen, auf der Säule. Okay, aber hier ist tatsächlich nichts. Wie gesagt, hätten wir jetzt auch. Wobei, man könnte hier mal rüberhüpfen. Da vielleicht. Irgendwas.
Aber nee. Wäre jetzt auch zu einfach fast gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Okay, Block mitnehmen. Ich könnte auch den Block mal... Oh, ich könnte mal versuchen... Ja, das ist okay, kein Problem. Ich könnte mal gucken, ob der Block von irgendeiner Seite begehbar ist. Space, I also face the greatest challenge I could imagine. Ist da, was ich meine? Because with that lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Heißt, der hatte unten weiß. I see. Okay, na komm mal mit. Mal hier außen rum. Guck uns das mal an. Guck uns das mal an. So, aber da bin ich noch nie rumgeklettert. Da bin ich damals einfach weitergegangen. Hier bin ich nicht rumgeklettert. Das werden wir jetzt natürlich mal tun. Ich weiß nicht, ob ich den Schalter jemals gedrückt habe. Ich glaube, den Schalter zu drücken, ich glaube, da kam... Weiß jetzt nicht mehr. Was ist passiert? Okay, dann lassen wir das erstmal mit dem Ding. Gehen erstmal außen rum. Gehen wir erstmal komplett außen rum, bis die Wand kommt. Da kommt bestimmt gleich die Wand. Oh, hier kann ich hoch. Okay, hier kann ich hoch. Vielleicht kann ich überall hoch. Okay, dann gehen wir einfach hoch. Dann ist es ja schon mal nicht das Problem, hier hochzuklettern. Kann ich da einfach hochlaufen? Nein. Das ist aber auch zu niedrig, um da irgendwie was hochzubauen. So, das geht nicht. Okay. Kann auch nichts sein. Da oben könnte noch was sein. Da kommen wir auch so weit hin. Ja, hier oben könnte man schon hochkommen. Rutsche ich da ab? Nein, da kann ich hochlaufen. Okay, wenn ich jetzt hier den Würfel gut platziere. Wartet mal, machen wir anders. Yes! So und nicht anders. Und jetzt kann ich da hoch. Jetzt ist da hässliche Grafik. Oh! Das ist ein Kreisel. Okay, Leute, was hat's mit dem Kreisel auf sich? Draufsetzen? Also er dreht sich immer, wenn ich ihn fallen lasse. Dann dreht er sich immer automatisch. Nice, aber... Ist das einfach nur ein Spielzeug? Der Würfel überhaupt keinen Bock drauf. Aber cool. Ein echter Kreiselbüffel. Behält er sich, ne?
den da oben draufsetzen. Ha. Komm, du kommst mal mit jetzt. Ach! Wenn man da drauf drückt, schaltet man einfach alles aus und kann gar nichts mitnehmen. Ah, das ist der Abschnitt. Hier könnte natürlich auch ein Sternraum versteckt sein, weil hier ist viel dunkel. Aber von den Gängen her, ich kann nur so und ich kann nur so. Dann kann ich ja so rüber. Und hier ja so durch. Dadurch kommt ja die Treppe zum Vorschein, die ich dann hochgehen kann. Da ist auch was. Achso, das ist, wenn man da hochläuft. Das ist der Weg da oben. Ja, nee, hier ist nichts anderes. Okay. Wäre mal vorsichtig den Weg. Von hier kann ich zur Seite nicht runterfallen, ne? Ich kann hier zur Seite runterfallen, aber das würde mir nicht nützen, dann bin ich hier wieder unten. Ja, das war das. Ach, nee! Oh, ich will nicht, dass hier was versteckt ist, Leute. Oh, nee, hier will ich nicht, hier will ich eigentlich nicht suchen. Geht's einmal ab, aber es ist ja eh immer das Gleiche. Und ich weiß noch, wie man rauskommt. Na, man muss hier einfach rauslaufen. So, das war's. Das ist das ganze Rätsel. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Hier irgendwas tun kann, irgendwas machen kann. Hoff's mal nicht. Ja, dann war hier außen, das andere außen wahrscheinlich. Entferne mich mal von dem Ding. Okay, da ist auch gleich Schluss. Also hier kann man effektiv nichts. Hier noch zur anderen Seite rum. Aber hier war dann der eigentliche weite Weg. Ich kann hier mal am Rand entlang laufen noch. Vorsichtig, guck, ob ich irgendwann reingedrückt werde. Aber nee. Hat mich jetzt auch gewundert. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Ah, dann sind wir jetzt hier. Okay. Wenn ich jetzt hier zurücklaufe, ist da irgendwas Spannendes? Nein. Dann kommen wir jetzt gleich zu dem großen, großen Schneegebiet. Oh, ich komme hier hinten raus. Da kommt zwar gleich die Wand, aber ich kann hier einmal rumlaufen. Ging sogar recht einfach, sich hier rauszudrücken. Das könnte gewollt sein. Also jetzt gut umgucken. Irgendwelche Figuren oder sowas sieht. Fenster da sieht anders aus. Warum sieht genau dieses Fenster anders aus? Nur? Doch kein Zufall. Auch nix. Hä? Ach, das ist so ein Ei. So ein Easter Egg Ei. ein Osterei-Ei. Ah, okay. Ja gut, wenn das hier auftaucht, dann ist das wieder so ein Bereich, so, hey, du hast was gefunden, cool, aber es nützt dir nichts. Also hier dürften dann keine Secrets sein. Aber war das gerade schon da? Bin ich da gerade dran vorbeigelaufen? Plötzlich leuchtet mich das Ding an. Ich hab's vorher nicht gesehen. Vorher einfach nicht wahrgenommen, ne? Also auch wieder so ein... Ich glaube, das ist einfach so gestaltet. Das sieht einfach so aus. Okay. Aber auch cool, dass wir das gefunden haben. So freut mich natürlich, ne? Mich freut alles, was wir finden.
Komme ich nicht rein. Nee, keine Chance. Dann sind wir jetzt gleich außenrum. Komme ich auch nicht rein, ne? Dann sind wir jetzt gleich außenrum gelaufen. Ja, hier kamen wir her. Dann will ich jetzt noch kurz hier reingehen. Der einzige Gang, der so ein bisschen länglicher ist, war auch hier. Sehe ich nichts. Okay, dann war das wirklich für dieses Ding hier. Aber schön, haben wir wieder so ein Ei gefunden. Wie gesagt. Komm mal. Tut das Ei hier irgendwas? Glaube ich nicht. Nee, das ist. Nee, das ist jetzt Blödsinn. Ich gehe wieder zurück. Das ist jetzt Schwachsinn. Das ist jetzt Schwachsinn. So. Okay. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Ich frag mich halt, ob ich hochkomme. Isn't that why you came here? Ich vielleicht mit Hilfe des Eis irgendwie hochkomme, aber ich komme halt auf das Ei nicht drauf. Ah, das wäre jetzt wieder rumgetrickse. Aber kann ich es mitnehmen? Ja! Ich kann hier was mit reinnehmen. Okay. Ja, und hier haben wir uns halt noch überhaupt nicht viel umgeguckt. Wir haben uns ein bisschen mal umgeguckt, haben dann draußen festgestellt, dass wir nicht groß weiterkommen und sind wieder umgekehrt. Ah, ja! Das war die letzte, den Blues haben, habe ich gerade Errungenschaft bekommen. Das war die letzte von den Dingern. Ist hier noch mehr versteckt? Das ist die goldene Frage. Ist außenrum gehen sinnvoll? Ist da noch eine Figur vielleicht? Oder sogar der Sternweg? Das ist halt die große Frage jetzt wieder, ne? Will ich mich hier umgucken oder will ich erst weiterlaufen und nochmal hier hinkommen? Dann zu sagen, ich finde es nicht, ich gucke mich nochmal neu um. Oh, hier. Ja! Yes! Das ist der letzte Sternweg. Ist das ein Keyboard? Irgendwas Längliches. Jetzt ist die Form weg. Jetzt wird die Form langs. Es ist irgendwas Längliches. Was ist das? Auf der anderen Seite? Ha! Ich hab's erkannt! Ja, moin! Und das war auch der letzte Stern. Die Sterne stehen gut Errungenschaft freigeschaltet. Very, very nice. Ist jetzt hier auch noch eine Figur in dem ganzen Abschnitt Gedönse? Oh Leute. Ist hier einfach alles? Der letzte Stern? Der letzte... Dings. Kann ich da hoch? Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh. Computer sagt nein. Okay. Kann ich da hoch? Ich jetzt auch nicht. Nee, komm. Wir gehen weiter. Wenn wir die letzte Figur nicht finden, hoffe ich, dass ich nicht hierhin nochmal muss. Das wäre,
Das wäre ein bisschen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht... Ich weiß, dass da noch mehr Sachen sind, aber wir sind damals auch schon die andere Seite so ein bisschen abgelaufen. Und ich habe zwei Sachen jetzt gefunden. Ich meine jetzt nicht, dass hier noch die Figur ist. Das wäre... Und es war beides so in diesem Bereich. Nee, komm. Erkunden schön und gut, aber... Ne? Aber jetzt ist halt nur noch die kleine Figur. Das macht es noch unangenehmer. Es ist halt nur noch eine kleine Figur. Das mit dem Ei eigentlich auch, wenn ich das Ei da drauf lege, kann ich dann auch da drauf rumlaufen? Ah, okay. Also sobald ich irgendwas hier drauf lege, kann ich da drauf rumlaufen. Passt sie. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das Ei mit, soweit ich kann. Und dann kam die Wand. Tschüss, Ei. War nett mit dir. Figur, Fehlanzeige. Okay, wir sind jetzt hier oben. Jetzt erstmal die Box hier hoch. Guck mal, ob ich die hier schon irgendwie größer machen kann. Dass ich hier oben vielleicht schon irgendwo hin kann. Aber ich glaub's nicht. Müsste ich ja auch was sehen. Nee. Ich glaube, das passt. Man fällt hier dann runter und dann ist es in Ordnung. Ja, das Rätsel hier kennen wir auch noch. Sobald ich hier was rausstelle, kann ich das hier nehmen. Dann kann ich damit hier wieder zurück. Jetzt komme ich hier. Da ist auch einfach Schluss. Hier ist auch keine bunte Figur irgendwas. Nee, komm, passt schon. Passt schon. Ach, jetzt mache ich ihn mal kleiner, dumm. Na, ihr seht, ich habe ein bisschen was gelernt durch den Half-Stream. So kann man das nämlich auch machen, muss man es nicht so rumwerfen. Man kann es so aufziehen und dadurch wird es auch alles größer. Oh, ich kann hier eh nicht durch. Oh, das reicht nicht. Das reicht. Oh. Ja, super. Okay, dann verschieben wir den Käse kurz noch dahin. So. Dann kommen wir jetzt da durch. Okay, Box kann ich eh nicht mitnehmen. Figur sehe ich hier keine. Ist okay. Scheiße. Hier drin. Ich halt so rum. Jetzt bin ich denn dumm? Doch nicht. Wenn ich darüber laufe, falle ich runter, das weiß ich noch. Ich glaube, über manche Figuren, über manche Felder konnte man laufen, über manche nicht. Waren es die schwarz oder waren es die weiß? Ich glaube, die. Na gut, man sieht es ja. Ne? Hier kann man stehen und
und über die anderen nicht. Also versuche ich jetzt mal, darüber zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo eine Figur dann irgendwo versteckt ist, auf irgendeiner Ebene. Dass man wirklich hier ganz stückweise runtergeht. Auf den Ebenen sehe ich schon mal nichts, dass ich immer auf die nächste Farbe komme. Also immer halt, na, jetzt muss ich auf weiß. Auf der Ebene sehe ich auch keine Figur. Auf der Ebene sehe ich auch keine Figur. Auf der Ebene sehe ich auch keine Figur. Auch nicht, aber wir nähern uns halt dem Ende, so das ist das Problem. Kann natürlich sein, dass ich schon verpasst habe. Ah, ist klar. Ist logisch. Aber wenn ich was verpasst habe, muss ich nur die eine Figur nachgucken. Alles andere haben wir gefunden. Das finde ich schon cool. Dafür, dass es das letzte Level ist, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel eigenständig finden. Ja, und jetzt fällt man nämlich ganz durch. Ach nee, oder fällt man jetzt schon ganz durch? Ist die Wand, die Tür. Da kann ich auch einfach so hin. Okay. Ah, jetzt kommt der Gang. Auch hier sehe ich keine Figur jetzt irgendwie auftauchen. Okay, so. Yo, jetzt verschwindet das Ding einfach. Ist okay. Bitrate verschwindet jetzt auch. Ich sag's nur kurz. Ah. Aber ich muss mich jetzt enorm gut umgucken. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hier weiterging. Man kann hier einfach rein. Das ist wieder so ein Block, den ich nehmen kann, ne? Oh shit. Oh shit, Leute. Das ist das Ende. Das ist die Uhr, das ist das Ende. Dahinter noch eine Figur. Kann ich hier noch rein? Oh nein, das ist das Ende. Ist keine Figur mehr. Hier ist keine Figur. Ach, ärgerlich. Aber auch das läuft man schnell durch. Wenn man nur eine Sache suchen muss und weiß, wo sie ist, läuft man auch das schnell durch. Und das ist jetzt das Ende. Oh, guck mal, was haben wir denn jetzt hier?
Jetzt kann ich hier im Hauptmenü mit allem rumspielen, oder was? Errungenschaft! Freundliche Anerkennung! Tester of the Year. Ich weiß jetzt nicht, für was man das bekommen hat. Es kann jetzt für die Sterne sein, es kann für die Dings sein. Ich weiß es nicht. Aber plötzlich kann man hier rumlaufen. Cool. Ich frage mich, ob man hier noch irgendwas rumspielen jetzt kann. Oder noch irgendwas entdecken kann, aber ich glaube nicht. Ja, aber ja, cool. Geht ja gar nicht kaputt. Oh, kann ich das Radio hören? Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Das ist alles. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. 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 Das sind die ganzen Anfänge, oder was? Das wäre jetzt was für HF. Der hat es gehasst, wenn der immer wieder das gesagt hat. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce. Lol. Lol. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Mir richtig spielen? Nee. Nee, passt nicht zusammen. Ja, lol. Ja, wie komme ich da aus dem Hauptmenü wieder raus? Level Neustart, oh, wahrscheinlich. Ja, okay, cool. Okay, das war das Ding. Das macht hier, das ist hier. Ach, das ist jetzt so geblieben. Ja, moin. Gefällt mir das Hauptmenü. So, die Figur fehlt noch. Wir machen das jetzt ganz, ganz fix. Das dauert jetzt gar nicht lange. Ihr entschuldigt mich einen ganz kurzen Moment. Nur kurz nachdenken, dass ich jetzt keinen Quatsch mache. So. Ich entschuldige mich einen ganz kurzen Moment. Und ich finde einmal ganz schnell raus, wo das letzte Ding ist. Dazu schaue ich eben ganz schnell das Video an und ich skippe das quasi durch. Ich rede mit euch dabei und dann machen wir das gleich in dem Part noch, die letzte Figur. Ja, kein Problem. So, das Video habe ich schon hier. Der macht jetzt hier die, baut jetzt hier dieses Haus, dann geht jetzt hier rein, holt sich diese Figur in dem Ding. Die haben wir. Jetzt macht er das Paradox. Nee, da ist noch eine! Willst du mich foppen? Hab sie. Siehst du, genau das meinte ich. Genau das habe ich gehofft, dass es sofort sichtbar ist. Hätte ich nie, nie wäre ich auf die Idee gekommen. Niemals. Niemals nie. Aber es ist tatsächlich sowas, was ich vermutet hatte, lustigerweise. Es ist tatsächlich sowas, was ich... Oh mein Gott. Ist das dumm. Ist das dumm. Es ist gleich hier am Anfang. Niemals. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, das zu tun. Aber es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn. Niemals wäre ich auf diese Idee gekommen. Man nimmt das Haus, macht das Haus winzig und steckt das Haus... in den Getränkeautomaten. Oder erst was rauskommen lassen? Erst kaputt gehen? Ja, jetzt ist es drin. Oh, ich bin nicht ganz drin. Aber hier im Getränkeautomaten. Nie! Nie! Wenn ich nochmal das Level gespielt hätte, ich hätte alles abgesucht. Aber niemals das Innere dieses Getränkeautomaten. Never, ever. Okay. Das ist ja bekloppt. Wait, das war immer noch nicht alles? Das waren immer noch nicht alle! Ja, moin!
Dann darf ich das Video noch mal ein bisschen weiter gucken. Okay? Okay? Das waren noch gar nicht alle. Ja, gut. Okay, also die Figur haben wir. So. Es ist echt sick. Vielleicht sollte ich nicht auf doppelte Geschwindigkeit schauen, dann könnte ich was überspringen. Ich skippe nämlich durch und mache noch zusätzlich doppelte Geschwindigkeit. Den Bluepoint da oben haben wir, wissen wir ja schon. Jetzt geht er hier durch die Gänge, da ist überall nichts passiert. Er springt auch nicht über die Lücke drüber. Alles easy, da lässt er sich auch runterfallen, da ist also auch nichts. Gut. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo die Feuerlöscher waren, die letzten. Die drückt er natürlich, weil die zu ihm gehören. Dann geht er hier durch, dann kommt er in den weißen Gang. Da holt er sich den Blueprint, kennen wir auch schon. Dann sind wir jetzt bei dem Bereich mit dem Fenster, dann geht er hier hin. Jetzt kommt der Bereich mit dem Kreisel. Den Kreisel löst er gar nicht aus, also der Kreisel ist auch nur optional. Jetzt geht er die schwarze Treppe hoch, da ist nichts. Jetzt geht er durch diesen Raum, jetzt ist er schon bei dem das Schneefeld. Jetzt geht er beim Schneefeld in den Sternraum, kennen wir schon. Geht er bei dem Schneefeld nochmal irgendwo hin, ist die Frage. Nein, tut er nicht. Okay. Oh. Er hat jetzt in das Schneefeld eine Schachfigur mitgenommen, aus dem anderen Raum. Er will damit sich irgendwo hin bauen. Dann ist da noch eine Figur. Jetzt geht er hier am Schneefeld an einem Rand hoch, bis da hinten zu dem Holzbrett. Da ist... Geht er hier den Rand weiter? Da, ja, da ist die letzte... Oh mein Gott. Ich muss nochmal bis zum Schneefeld spielen. Rip me! Auf geht's. Ich muss nochmal bis zum Schneefeld spielen. Nein, das ist Training für den Speedrun. Training für den Speedrun. Also, Speedrun-technisch gleich ganz schnell das Haus aufbauen. Gar nicht hier lange rum. Oh nein, siehst du, das wäre jetzt kacke für einen Speedrun gewesen. Das wäre jetzt für einen Speedrun schon mal richtig kacke gewesen, ne? So, hier schön schnell das Haus aufbauen. Reicht nicht. So, Haus ist fertig. Ausnehmen. Ab dafür. Oh Mann, aber der Schnee fällt nochmal. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Na komm, mach weiter. Okay, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Aber dann gleich in die richtige Richtung laufen, ist schon mal gut. So, dann laufen wir hier ganz schnell hoch. Und lassen uns hier gleich runterfallen. Landen genau hier. Können das Ding hier wegnehmen. Laufen hier einfach direkt durch. Laufen hier auch direkt einfach durch. Einfach gerade Hello. Durch, ohne Umschweife. My name is Dr. Glenn Pierce. Schneller wird's And nicht. Many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins Schneller wird's as nothing. Leider wirklich nicht. Ah, oh, das But wird stressig. Everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White Einfach immer geradeaus laufen. Yay! Spannung! Hui! Wo ist dann der Dings? Gleich da hinten, okay. Gleich da rumdrehen. Vorlaufen, dann kommt man gleich hier um die Ecke rum. So, dann geht man hier gerade durch. Dann hier, dann geht man hier rum.
Wird das Ding hier zum Block, den man nehmen kann? Wo ist das? Wo ist die Tür? Da wurde da. Hier komme ich nicht durch. Ich muss hier außenrum. But in white space, I also wann kann ich den Lichtschalter drücken? Challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Jetzt direkt zur Treppe. Geht man hier hoch. Geht hier runter. Wir gleich durch. Tür ist auf der Seite. Ja, perfekt. Und jetzt sind wir auch schon da. So einfach kann es gehen. You're well beyond dreaming now. Und es ist tatsächlich da, wo ich mich hochbauen wollte, wenn man hier außen rum geht. Wenn man hier außen rum geht, dann ist die Figur da oben. After all, if this is a place of pure deswegen holt er sich hier isn't it also a place eine Figur zur Hilfe. Will ich nur mal gucken? Possible. Ich muss ja nicht so wie isn't er gehen. That you came here? Könnte von da aus nämlich auch funktionieren. Vielleicht habe ich Glück und von da aus funktioniert es auch ganz gut. Ach so. Jetzt hier aber. Nee. Nee, die Figur bleibt hier halt nicht stehen. Oh, Lag ist in Ordnung. Ja, hier bleibt sie stehen, aber das nützt mir nichts. Nee, okay. Das war ein Versuch. Nee, da komme ich nicht um. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir gehen raus. Geht da auch, wo er hochgegangen ist, dann weiß ich, dass es funktioniert. So. Hier nämlich. Das haben wir ja schon mal gesehen. Dieses Ding haben wir schon mal gesehen, ne? Und jetzt kann man von hier aus nämlich hier hoch. Dann geht man einmal außen rum. Auch das hätte ich niemals ausprobiert. Da wäre mein Unwille zu groß gewesen, das gar nicht erst auszuprobieren. Und dann seht ihr hier rot. Wenn man sich jetzt hier rumdreht, kann man hier die Figur zusammen. Irgendwie. Reicht noch nicht. Ich werde gleich runterfallen. Ah, da war's. Errungenschaft freigeschaltet. Schachmeister. Schachmatt. Lol. Wie alles rumspinnt. Na, wenn ich jetzt mal hier da reingehe, müssten wir jetzt im Computer alle Figuren sehen. Ich habe ja auch gerade die Errungenschaft bekommen, damit habe ich natürlich alles. Aber kann man ja mal kurz im Computer hier gucken. Müsste überall der gleiche sein. Yes. Huch! Welcome back, Dr. Pierce. It's your move.
Okay. Kann ich... Ich weiß jetzt nicht, ob das hier was Langes wird oder was Kurzes. Oh, hier kann ich raus. Richtig? Richtig. Ich kann also gar nicht move. Doch, ich kann move. Ich kann aber nur den bewegen, ja? Irgendwas, wenn ich den auf ein bestimmtes Feld setze, so keine Ahnung. Einfach cheate. Ich kann nur den bewegen, okay. Alle anderen kann ich nicht. Dann nehmen wir den mal mit. Jo, wir sind hier oben. Das ist für Level 8. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also zurück. A place. Welcome back, Dr. Pierce. It's your move. Was kann ich hier noch tun? Ja, alles ausprobieren, nicht? Eine Sache, die offensichtlich ist, die ich natürlich ausprobieren werde, ist hier hochzukommen, klar. Ich habe ja vorhin noch gesagt, vielleicht kann man da ja hoch. Kommt man mit ziemlicher Sicherheit da hoch. Yes. Lässt zwar wieder alles ein bisschen rumbacken, aber wir sind oben. Anders kommt man hier nicht hoch. Kann man schon mal mit Sicherheit sagen. Die Frage ist, ist hier oben noch irgendwas? Oh, ich hätte die Figur mitnehmen. Wahrscheinlich. Ich komme gleich nochmal an die Figur ran, wenn ich Glück habe. Und den Sprung nicht verkacke! Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Da komme ich nicht mehr ran. Welcome back, Dr. Pierce. It's your move. Schachmatt. Okay. Hallo? Was ist hier hin? Ach, da ist... Von da hätte man jetzt auch dieses Ding gesehen. Das ist ja auch lustig. Ich auch so da hoch. Acht. Lol. Größer. Groß genug. Okay. Immer mal die andere Seite rum. Nee! Oh, das gibt's doch nicht. Come on. Welcome back, Dr. Pierce. It's your move. Die große Frage ist halt, kann man auch in irgendeins von den Fenstern jetzt reingehen oder so? Das ist das Ding. Ich hatte doch hier irgend so ein Fenster gesehen, wo ich gesagt habe, das sieht komisch aus, aber da komme ich auch nicht. Nee, da komme ich nicht rein. Keine Chance. Aber ich wollte hier rüber. Geht doch.
Aber ich wüsste jetzt nicht, dass hier noch irgendwas, irgendwo was sei. Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Jetzt auf der Seite schon mal nicht. Aber auf die andere? Oder soll das... Ah, soll das vielleicht sagen, dass wir Dr. Pierce sind? Ist das am Ende die Offenbarung, in Anführungszeichen? Yes. Die Offenbarung, dass der das Programm für sich selbst gebaut hat? Soll das sowas sein? Nach dem Motto, er hatte nicht genug Selbstbewusstsein, also hat er sich das Programm gebaut, um sich mit Träumen mehr Selbstbewusstsein. Was ein bisschen komisch wäre, aber welcome back Dr. Pierce, ne? Also, könnte sein. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt wieder zu viel reininterpretiere. No! Das war knapp. Aber hier ist halt nichts mehr. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Da ist ein P. P für Pierce oder was? Ist da ein P? Hat wirklich für Pierce stehen. Aber hier kann ich noch hoch. Aber das war's dann auch. Das war's dann auch. Okay. Könnte sein. Ich bleib bei meiner Theorie. Der hat das für sich gebaut. Vielleicht soll es so gedacht sein. Ja, nice. Okay. Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da was passiert, wenn ich das mache. Aber gut, cool. Oh, lol. Das Schild fällt anders, wenn man da Sachen hinstellt. Das ist ja auch... Das ist ja auch... Okay. Gucken wir mal kurz, was uns noch fehlt. Und was wir haben. Oh, ich habe manche Limonaden scheinbar nicht ausgelöst. Okay, das würde ja ganz fix gehen. Wahrscheinlich alle mal kaputt gemacht. Alle mal kaputt machen. Das können wir jetzt ganz schnell noch machen. In unter 30 Minuten, das wäre mein Ziel. Also dann müssen wir ein neues Spiel starten und dann in 30 Minuten durchspielen. Lässt sich an einem Part erledigen. Das war, glaube ich, die, wo man es 5 Minuten einfach in der Hand halten muss. Ich weiß es nicht. Oh, die ist versteckt. Weiß ich nicht, wie man die bekommt. Ach, mit Entwicklerkommentaren. Boah, müssen wir es nochmal komplett spielen. Wobei, das könnte man ja mit der... Das könnte man ja mit der... Mit dem verbinden. Dann hört man die zwar kaum, weil ich werde halt schnell durchraschen. So, aber why not? Okay, das werden wir noch versuchen. Ach, ja, ja, gut. Das ist dann für den Editor. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das Errungenschaften sind, weil das werde ich eher nicht haben. Ja, das werde ich nicht haben. Aber gut. Okay. Das war auf jeden Fall interessant. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ach so, ich wollte die Limonaden noch machen. Gut, wie ich mir selbst immer zuhöre. Oh, ist fantastisch. Mach mal einmal fix die Limonaden noch. Welche haben wir denn noch nicht getrunken? Hä? Jetzt habe ich Limonaden-Gourmet. Ich habe noch nie die Water Soda wahrscheinlich rausgelassen. Ja, okay, cool. Das ging schnell. Ich wollte jetzt so von unten nach oben durchprobieren. Da ist es einfach.
Da ist es einfach gekommen. Wo ist es denn jetzt? Da ist es einfach. Ja gut. So einfach geht das. Finde die versteckte Trophäe. Das haben wir gemacht. Das war die im Hauptmenü. Ah, dann hat die wahrscheinlich... Okay. Dann war die einfach ein extra Achievement. Okay, dann bleibt nur die eine, die hier, die ich nicht weiß. Versteckte Errungenschaft. Es könnte natürlich mit den Figuren zusammenhängen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was man tun kann. Okay, ich werde mich schlau machen. Im nächsten Part wissen wir mehr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.